Und damit herzlich willkommen zur Folge 35 von Subnautica Below Zero. Ja, Leute, guckt mal, wo ich wieder bin. Ich habe mir tatsächlich mein eigenes Video angeguckt, wie ich damals hierher gekommen bin, um diesen Weg auch wieder zu finden, weil ich einfach wirklich nicht mehr genau wusste, wo das sein soll. In dem Fall würde ich es jetzt gleich mal markieren, damit ich in Zukunft das hier finde. Ja, dass ich in meine eigene Folge noch mal reingucken konnte, um das wiederzufinden, ist natürlich richtig super. Du musst dich dann auch nie nachlunsen. Ja, ich trank noch mal Sauerstoff. Und lohnt hier jetzt gleich nochmal rein mit euch. Denn Ziel ist es, dass ich hier das letzte Teil von dem Krebs eben finde. Das wäre so mein Wunsch, den ich hätte. Und da muss ich mich jetzt natürlich nochmal ein bisschen umgucken hier, das auch wiederfinde oder dass ich es überhaupt finde. Okay, ja. Da ist der Ausgang. Nimm das mal mit. Und dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall runter, denke ich. Da ist schon die erste Krabbe. Ja, und dann kann ich eigentlich gleich noch mal gucken, welche Ressourcen hier so da sind. Mein, so ein bisschen was hatte ich ja schon eingesammelt. Zack. Und das Coole ist jetzt natürlich meine Sauerstoffflasche. Meine neue. Ist halt richtig geil jetzt, weil dann kann ich hier so ein bisschen länger bleiben. Beim letzten Mal war das doch so ein bisschen knapp auch. Und jetzt geht's hier richtig ab. Wirkungskiste, prima. Okay, ja. Ja, was ist mit dir eigentlich? Du bist einfach nur so hier. Gut. Die Frage ist, wo könnte das sein? Ach so, Laserschneider, alles klar. Kommt schon der Kollege. Mal Sauerstoff. Genau. So, was ist jetzt hier eigentlich? An euch kann ich mich auch noch erinnern. Aber oh, hier ist auch noch was zum Scannen. Okay, der kommt jetzt irgendwie gefährlich nah. Ja, reicht. Danke. Ich traue dem irgendwie näher. So, hier dran kann ich mich auch noch erinnern. Und jetzt müsste ich mich eigentlich schon so ein bisschen beeilen. Tatsächlich. Hier ist nichts, oder? Wo hier noch überall Lichter sind. Hier. Okay, gibt es auf jeden Fall ordentlich was. Ah, da unten ist es, glaube ich. Oder? Ja! Geil! Oh, ich muss beeilen. Ist schon wieder inner. Okay, Leute. Es
Wichtigste habe ich erstmal. Ja. Ja. Oberarm. Habe ich anscheinend Unternähe. Guckt euch das mal an. Ja, den Rubin geschnappt. Ja, also ich muss hier auf jeden Fall nochmal rein. Und ich bin mir eigentlich wirklich sicher, dass es hier irgendwo einen anderen Eingang geben müsste. Ich weiß halt echt nur Niveau. Und damit meine ich, dass ich halt am besten eigentlich mit meiner Seebahn hier reinfahren würde. Aber irgendwie wird es nichts. 30 seconds of oxygen remaining. Jupp. Und halt auf dem Rückweg haben wir ein bisschen was jetzt. Und pflanzen, hoffentlich. Schnell hoch. Und oben gibt's wieder was. Schaffst du. Ja, ist gut. Okay, komm, dann gleich direkt durch jetzt. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, also ich wollte es unbedingt nochmal wiederfinden. Hat schon, darüber habe ich schon die ganze Zeit immer nachgedacht, wie ich das wiederfinde. Und heute, bevor ich die Folge gestartet habe, dachte ich so, ja, eigentlich easy. Guck doch einfach bei dir selber nach, wie du da hingekommen bist. So, jetzt am besten ganz schnell erstmal da runter. Nimm mal alles mit, was geht. So, jetzt dahinter am besten. Immer Sauerstoff auch noch holen. Ja, geil. Ja, auf den Laserschneider würde ich jetzt erstmal verzichten. Tatsächlich. Weil ich jetzt gerne mal hier durchkommen würde. Damit ich hier mal so ein bisschen eine Vorstellung habe, was hier noch abgeht. Ja, ja, sieht auch super verdächtig aus. Na gut, ich habe jetzt halt den Kollegen, habe ich ja jetzt. Hier ist noch was. Vorarm, geil. Ja, hab ich. Ja, schön. Bis dort. Ich habe ich auch gescannt. Okay. Dann shiny ist jetzt anscheinend. Shiny, shiny. Sieht so aus, als hätte ich es dann jetzt, ne? Okay, hier geht's aber irgendwie raus. Sehe ich gerade. Hier? Oh mein Gott. Das schaffe ich dann nebenher. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das der andere Eingang sein könnte, ne? Nur habe ich halt überhaupt gar keine Vorstellung, wie ich den finden könnte. Na, was war denn da hinten eigentlich? Das war ja auch nochmal interessant. Hier irgendwas? Nee. Ah, guck mal an. Stimmt. Da war ja was. Gib mir mal Sauerstoff. Okay. They survived for a time. But then the hab ich ja schon. Becomes faint. Okay, okay, okay. Da.
Alles klar, die Statue habe ich auf jeden Fall schon abgescannt. Und dich auch, ganz sicher? Ja, du bist da der Bohrarm, sehe ich doch. Binär. Okay. Ich weiß jetzt nie, ob das Zufall war. Aber ich gucke auf jeden Fall. Gleich mal noch mal, was er gesagt hat. Vor allen Dingen, ich kam jetzt gerade gar nicht hinterher, weil ich so ein bisschen die Luft im Nacken habe, so gesagt, dass ich hier am besten ohne zu sterben wieder hochkomme. Ich habe natürlich jetzt einen schönen Puffer gerade. Ja, ich habe locker. Klar. Ja, sehr geil. Ja, hat sich absolut gelohnt, hier jetzt nochmal herzufahren. Aber ich bin jetzt so ein bisschen gehypt wegen dem anderen Eingang. Es sah so ein bisschen aus, wie es komme ich durch ein Höhlensystem da eben auch irgendwie rein. Tatsächlich, guckt mal. Hier, Q59 habe ich jetzt abgehakt. Und jetzt steht hier, mit diesem Artefakt kann ich wieder den Spuren meines Volkes folgen. Die haben eine Zeit lang überlebt, aber dann verblasst ihre Anwesenheit. Okay. Mir hat er gar nicht gesagt jetzt. Aber ich habe wieder Baupläne, sehe ich gerade. Ich mal kurz gucken. Krebs, genau. Richtig geil. Werden wir auf jeden Fall als nächstes bauen. Und dann brauche ich ja hier die ganzen Arme dann auch und so, ne? Da ist natürlich so einiges los. Der Hammer. Okay. Dann. Was gibt's noch? Ne, ich habe alles. Hatte jetzt so ein bisschen gehofft, dass ich nochmal ein, das Körpergewebe jetzt gefunden habe von Ellen. Aber ich bin auch super froh, dass ich jetzt mal einen von diesen Signalen auch wieder weg habe. Ne? Das ist natürlich auch eine coole Sache. So, Leute. Ich würde sagen, Mina ist jetzt soweit erstmal abgeschlossen meinerseits. Gott, ist das dunkel hier. Hammer. Ja, fahren wir am besten den Kryptosaurus nie an. Delta? Genau. Ja, von der Delta-Station bin ich übrigens losgefahren. Richtung, was war es, Südwesten, Süden, um zu dieser Mine zu kommen. Deswegen habe ich mir die auch markiert, also wieder angeschaltet, so gesagt. Ja, und jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen gehypt, den Krebs zu bauen, ne, ist klar. Hammer, ey. Den hätte ich eigentlich auch schon vor 20 Folgen haben können, wenn man es mal so sieht. Weil ich ja, glaube ich, schon bei der, was war es, 6. oder 7. Folge, war ich ja schon bei dieser Mine. Und ab dem Zeitpunkt hätte ich schon den Krebs haben können, so gesagt. Also, das ist natürlich auch ein bisschen witzig. Nimm das mal mit. Ja, ich sammle auf jeden Fall mal noch ein bisschen paar Ressourcen ein, wenn ich schon mal hier bin. Weil ich werde es bestimmt brauchen. Holz? Ja. Wo ist die Bahn? Gut. Ja, für die Bahn oder meine Gurke habe ich heute auch mal doch in eins von den Aquarien wieder abgekapselt, so gesagt.
weil das Fahren dann doch ein bisschen stressig ist, finde ich. Also, ich bleibe halt ständig irgendwo hängen. So gesagt, knallt halt die ganze Zeit. Es wird sicherlich immer noch so sein, aber wenigstens habe ich das dann mit dem Wendekreisen ein bisschen besser im Griff. Ja. Okay, ja. Rein hier. So, wo ist mein Zuhause? Dort. Ja, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch PK8 von Ellen. Und wie gesagt, eigentlich hauptsächlich der Bauplan auch für das Körpergewebe. Und auch grundsätzlich eine Möglichkeit, wo ich das überhaupt bauen kann. Da habe ich ja auch noch keinen Hinweis, weil ich habe ja festgestellt, dass ich das in meiner BSNI bauen kann. Deswegen muss es da höchstwahrscheinlich eine andere Anlaufstelle geben. Vorsichtig am besten. Ja. Sehr schön. Hallöchen. Da bin ich wieder. Ja, Musik läuft natürlich schon. Ist klar. Beim Einloggen habe ich natürlich hier gleich erstmal die Mucke angemacht. Okay, cool. Da, 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 da. Ja. Ein was ich tatsächlich weil ich ja immer ein bisschen den Soundtrack von Belosio anhöre, habe ich halt auch eine Playlist gesehen. Aber ich habe nie reingehört, natürlich. Eine Playlist, wo ich natürlich gesehen habe, wie viele Lieder es gibt für die Jukebox. Und so wie ich das gesehen habe, sind das 10 Stück halt. Und bisher habe ich ja nur 2 Lieder. Das bedeutet, mir fehlen irgendwie noch 8 Songs. Und ich habe gar keine Vorstellung, wo ich das finden könnte. Genau, das ist auch super interessant, dass ich das gerade sehe. Mir fiel natürlich noch mal ein, wozu ich den Gelsack gebraucht habe. Und deswegen habe ich mal die 2 Ressourcen hier im Schrank. Und würde das jetzt einfach mal schon mal bauen. Denn ja, beim Aerogel stand ja irgendwas von ein leichtes, poröses, getrocknetes Gel mit hoher Hitzedämmung. Deswegen könnte das natürlich sein, dass ich da... Ach hier, ist ja auch interessant. Dass ich da vielleicht nochmal irgendwie einen Anzug finde, zum Beispiel. Mit dem ich so gesagt in Hitze... Also, weil es hier irgendwie ein Vulkangebiet gibt. Also gibt es ja im Grunde genommen, es gibt ja so einzelne Vulkane. Dann, dass ich da halt reintauchen kann damit, so gesagt, mit dem Anzug, ohne dass ich Schaden nehme. Okay, Leute. Ich würde vorschlagen, damit ich so ein bisschen Überblick behalte, müsste ich erstmal nach oben. Na klar. Und das mache ich ja super gerne. Weil, oh mein Gott. Wetter ist jetzt natürlich wieder nicht so geil hier. Okay. Ja. Werde ich jetzt frieren, aber egal. Hallöchen. Ich will ja nur mal kurz gucken, was der Krebs jetzt kostet. Ja. Ja. Exakt.
So, der Krebs. Passstahlbaum, emailliertes Glas, Computerchip, Energiezelle. Anheften. Abteiler. Genau, da habe ich kein neues, ne? Nö. Frachtabteil. Habe ich auch noch nie gefunden. Es war mir aber schnell kalt. Ja, Frachtabteil wäre bestimmt interessant, damit ich dann so ein bisschen Lagerung hätte noch in der Bahn. So Leute, 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauche ich mehr Lithium. Und ja, ich mache erstmal den Blasstahlbahn. Ja. Okay. Computerchip, Energiezelle. Computerchip müsste ich haben. Exakt. Emailliertes Glas. Aurischer Diamant. Und ich glaube, Diamant könnte etwas sein, was ich nicht mehr habe. Na gut, noch 3 Stück. Auch ein Computerchip noch, der kommt mal raus. Batterie kannst du mir mal geben. Die brauche ich noch für die Energiezelle. So Leute, emailliertes Glas kann ich herstellen. Sehr schön. Energiezelle ist nochmal wie Silikon. Ist da. Ich habe natürlich alles. Nicht gut. Wow. Okay, jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das mache. Dann würde ich jetzt schon mal die Bahn erstmal rausnehmen aus der Ladestation. Weil ich will ja den Anzug jetzt auch noch farblich gestalten. Und dann würde ich mal sagen, hier mal am besten. Gott, ey, das wird so Hammer. Dem Anzug, Leute. Das ist richtig cool. So. Fuck. Jetzt geht's ab, ne? Ist klar. Aber ich muss halt für den Anzug natürlich auch noch die ganzen Tiefenmodule bauen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Ja. Geh mal rein. Da ist er. Alter, guck mal, und das meine ich. Ach du Scheiße, jetzt knallt er mir halt auf die Base drauf, ne? Shit. Wow. Fuck. Natürlich. Ist hier irgendwie Schaden? Immer so? Nö. Okay, Leute, jetzt kommt's. Ach geil, ja, diese tiefe Stimme. Welcome aboard, Captain. Oh. Pass auf, Leute. Hört ihr das? Ich höre mich halt an. Wie bei Star Wars in diesem Anzug halt. Das Ding. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, geil. Hammer. Richtig geil. Damn. Fühlt sich so mächtig an. Mach mal das Licht aus, Alter, eigentlich. Wie geht denn das? Oder hast du das Licht an? Ich bin nämlich mal schön ins Überbraten, den Dude.
Und jetzt kann ich hier mit Schub nehmen, nicht, Leute? Ja, richtig geil. Richtig Hammer. Da ist er. Okay, ich muss aber schon reparieren. Ja. Geil. Okay. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass ich hier definitiv den Namen erstmal ändere. Das wäre eigentlich so das nächste. Wie nenne ich den denn? Naja, eigentlich finde ich Krebs schon ganz passend. Ich glaube, da muss ich mich noch mal ein bisschen inspirieren lassen, tatsächlich. Wie ich den jetzt überhaupt benenne. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich das Licht innen drin schon mal ein bisschen verändern will. Ein geiles Rot wieder. Ja. Ist gut. Und das sind Streifen. Okay, Streifen kannst du mal von mir aus weiß machen. Das wäre eigentlich das Allerbeste. Und Basis. Gut, das ist schon ein bisschen heftig eigentlich. Aber vielleicht so ein... Ja, das ist eigentlich auch ganz geil. Hier. Wie sieht denn das aus jetzt? Ja, doch. Kann man schon machen. Echt aus. Richtig geiler Roboter. Hammer. Und damit nochmal hallo. Leute, ich muss mal kurz einen Schnitt machen, weil es bei mir gerade geklingelt hat. Freitag, 17 Uhr. Ich weiß nie, ob das jetzt wieder die Post war. Oder irgendwelche... Bei mir klingeln auch immer super gerne die... Irgendwelche Christenvereine oder irgendwie Mormonen und solche Leute. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man auch ganz unten wohnt, finde ich. Da ist man immer so anfällig für solche Leute. Vor allen Dingen auch die Post halt, ne? Weil die natürlich keinen Bock haben, bis hoch in den 5. Stock zu latschen. Und da bin ich mir absolut sicher, wenn ich in meine nächste Wohnung, die ich haben möchte, werde ich auf jeden Fall nicht mehr ganz unten wohnen. Das ist echt nicht geil. So Leute, ich komme noch mal kurz zurück, machen noch mal ein paar Minütchen. Ich würde jetzt gerne mal den Krebs noch mal wieder wegnehmen. So, und dann könnten wir hier das Tiefenmodul 1. Okay, da brauchen wir jetzt aber auch schon wieder emailliertes Glas. Hatte ich noch Diamant? Ja. Habe ich noch Blei? Andere Frage. Nein. Tatsächlich nicht. Okay. Dann kannst du mir aber schon mal die Jugends geben. Aerogel kannst du mal kurz hier reinmachen. Und das Glas kannst du auch schon mal bauen. Und dann hätte ich das schon mal. Okay. Also, noch einmal. Frachtmodul. Genau, da könnte ich mehr tragen. Ist auch ganz geil. Poly, Anilin, Kyanit und Kabelsatz. Könnte ich eigentlich bauen. Heft den mal an. Krebsschubkanone. Eine starke Schubkanone für den industriellen Einsatz. Passend für Alteras Krebs. Okay, Magnetit habe ich auf jeden Fall nicht. Zwei Stück, das weiß ich. Den Zool. Feuert einen Wurfhaken, ja, denn das würde ich ja wirklich am liebsten haben. Bohrarm? Ja. Da fehlt mir auf jeden Fall auch noch Diamant dann wieder. Krebstorpedoarm? Den könnte ich bauen. Hm. Ja, mach den mal ran. Und Benzol muss ich mal kurz gucken. Das war, glaube ich, dieses
irgendwie habe ich eine Vorstellung, was es sein könnte. Genau, diese Höhlenrosensporen. Ja, da, wo dieses Herbstgebiet war, Leute. Oder? Also da, wo ich zu diesen Riesenpilzen gefahren bin. Da müsste das eigentlich, müsste es das geben zumindest. Okay, kannst du eigentlich nochmal... Ja. Ja, schön. Na, die Kleine mal. Okay. Frachtmodul könnte ich aber nochmal ganz kurz gucken. Genau, einmal Titan und ein Lithium. Lass mal wenigstens das bauen. Was haben noch? Und für den Rest müsste ich dann definitiv nochmal auf Tour gehen. Würde ich sagen. Beziehungsweise, wartet mal. Den müsste ich eigentlich... Ja, gib mir das mal. Dann brauche ich Gold. Dann könnte ich nämlich Polyanilin herstellen. Genau. Dann den Kabelsatz noch geschnappt. Ja. Und ist ja auch, ich meine, da habe ich ja auch noch ein bisschen was hier. Sehr schön. Haben wir das doch schon. Naja, und den Torpedoarm. Kommt. Bauen das jetzt einfach. So. Ne? So. Und was war jetzt mit Aerogel? Ach so. Ja. So. Und du noch. Ja. Und die Torpedos, die müsste ich mir dann beim nächsten Mal nochmal angucken, würde ich sagen. Aber wir bringen das noch zusammen weg. Dieser Wärmekraftmodul ist ja so ein bisschen, glaube ich, dafür da, dass sich der Krebs wieder selber ein bisschen auflädt. So, mach das mal dorthin. Ja, habe ich das jetzt zweimal gebaut? Gott, ich bin ja auch eine Maus. Hab ich schon wieder gar nicht mitbekommen jetzt. Okay, ja. Naja, gut, ich kann aber nie zwei von den... Doch. Okay, das gucke ich dann beim nächsten Mal, was das bringt. Okay, Leute, damit das jetzt nie so eine Überlänge wieder wird, ne, würde ich mich für heute verabschieden. Und genau, ich mache mir dann so ein bisschen Gedanken, wie wir es beim nächsten Mal angehen, ob wir da zusammen ein paar Ressourcen noch suchen. Und ja, bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut.